So, und damit seid gegrüßt zu einer neuen Runde Human for Flat, Beschäftigungstherapie mit Modi. Zu zweit wieder mal. Ja, Pipi-Parcours heißt das Ganze. Also, es ist wohl ein Teil eines Pipi-Parcours. Ich habe das schon ein bisschen angespielt, bin aber nicht weit gekommen. Man kann tatsächlich, Modi, komm mal her, kann hier in diese Kirche reingehen. Man kann tatsächlich durch die Scheibe hier durch. Man kann Oh hier. Gott. Man hält sich hier an der Scheibe fest und dann der erste Weg ist jetzt hier jetzt durch die Scheibe durchzurennen Ach du meine Fresse. und dann von außen an den Dach hochzurennen. Das ist der erste Punkt, wo ich schon privat gewaged habe, da bin ich schon, also das habe ich schon so oft gespielt und also ich bin nie Nein, oh weitergekommen. Gott. Ja, da musst du hoch, dort auf den. Ja, ich versuch's. Also Oh Gott. ich bin immer spätestens drüben beim Baum runtergefallen. Also drüben, also das ist das Spiel, also das Level hier ist Oh ein Gott. bisschen eins von einer Oh, komplizierteren ich bin auf Sorte, dem sag ich Dach. mal. Ich noch nicht. Oh. Der Ich bin auf Checkpoint dem ist noch Dach, ein aber sehr bisschen. unsicher. Checkpoint ist noch ein bisschen weit entfernt. Und dann musst du hoch auf die Bäume, musst du rüber. Einmal über das Dach raufklettern und dann auf die Bäume und dann zum Checkpoint. Ah, oh Gott, auf dieses Baumhaus oder was? Auf das Baumhaus drauf und dann musst du auf die Wolken kommen. Auf die Auf Wolken was? Auf dann. die Wolken? Ganz hoch und dann die Wolken kannst, auf die Wolken musst du klettern. Oh Und über die Gott. Wolken kannst du dann zum ersten Checkpoint kommen. Weiter weiß ich Okay. nicht, weiter bin ich noch nicht gekommen. Spätestens bei den Wolken. Ich hänge noch in der Kirche fest. Ja, und ich häng im Baumhaus. Ja. Wow. Jetzt müsste man eigentlich Splitscreen machen, damit ich sehen könnte, wo du bist. Nein! Ich bin hier gerade einsam in Da der komme ich doch auch Kirche. so hoch. Ja, wenn du da so hoch kommst. Ja, natürlich. Ist doch easy. Ich versuche hier noch durch die Scheibe zu glitschen. Ach, verdammt. Okay, mein PC macht ein bisschen laute Geräusche, der stöhnt ein bisschen. Ah, das ist doch normal. Oh Gott. Oh, ich bin draußen. Jetzt hier dran, ich hänge. Okay. Wo bist du, Modi? Ich hänge Du bist hier. draußen, ich bin oben und wir beide hängen gerade. Ich hänge hier an der Warum fällt er um? Fassade. Oh Gott. Jetzt ein bisschen schaukeln. Oder so. Ach, die Wolken, oh Gott. Yep. Und dann geht es wohl noch weiter in der Stadt. Also, Nein. die Stadt hat da noch viel zu entdecken. Ah, in der Stadt gibt es noch was zu entdecken. Ah nein, ich bin wieder runtergegangen. Ich fahre hier wieder Nein, runter. Alter. Was hast du für ein Level ausgesucht? Das schaffen wir doch in einer Stunde niemals. Tja. Ich fand, das sah interessant aus. Dann können wir es vielleicht. Ich bin schon oben auf dem Dach. Ich habe hier ein Und Kabel ich hänge im rumliegen. Fenster. Kabelsalat. Verdammt. Ich bin oben. Ich bin oben. Auf dem Baum. Da Gut, ist dann wohl bist du schon viel mal weiter los. als ich. Da ist viel los in dieser Stadt. Gibt es viel zu entdecken. Offensichtlich! Oh, okay. Aber vielleicht kriegen wir das hin, also vielleicht speichert das ja Checkpoints, also wenn da Nein, das hilft zwischendurch auf jeden dann. Fall nicht. Oh nein, oh Also Gott. privat habe ich es schon bemerkt, also dass man, also im lokalen Modus speichert das Checkpoints, also wenn ich jetzt, also ich glaube das Lava Land, das Super Mario 64 Lava Land Level, das hat bei mir schon ein Checkpoint geladen, also da kann ich nicht von vorne anfangen. Da ist bei Was ich mir mich sowieso frage, warum Stange zur dran Hölle gibt es liege. kein gutes Mario 64 Level eigentlich? Naja, das Warum? Level ist ja eigentlich ganz gut, was da Nein, ich ist. meine eins, was einfach das gesamte Spiel darstellt. Also das Das Lava-Land muss. Level, das ist passabel. Okay, ich bin Hier, oben! ich bin bei den Wolken. Oh, und Okay. hab's. Ich hab die Wolke. Ich bin auf der Wolke. Und Ich weiter. auch! Hier nicht Oh. runterfallen. Okay, das war fuck. Puh, hier Knapp, bloß nicht knapp. runterfallen. Ich bin gleich beim Checkpoint. Morty. Bist du schon Ja, okay. runtergefallen? Bist du runtergefallen?
Ich hole den Checkpoint. Ich bin am Checkpoint. Ich bin am Checkpoint vorbei, Modi. Du musst das. Ja, ich mache was ganz Verrücktes. Ich werde mich einfach unten an den Wolken langhangeln. Ja, ich bin wieder am Start. Wieder am Startpunkt. Okay. Modi, du musst das machen. Komm, du bist schon oben. Nicht runterfallen. Du musst zum Checkpoint 1. Es ist dort. Checkpoint 1. Da musst du hin. Ja. Ist ein bisschen asozial, die Stelle. Es ist sehr viel leichter, sich unten an den Wolken lang zu hangeln, als oben drüber. Glaube ich nicht, aber gut. Doch, du musst nur schwingen und bis deine Hand oben greift. Ich esse dann meinen Hotdog. Der andere loslassen. Ich esse dann meinen Hotdog. Nom. Mach das. Nom. Achso, ich dachte, du hast einen echten. Nein, hier, im Spiel, das, den großen Hotdog hier. Nom. Und ich dachte, du hast den Hotdog bereitgestellt. So, ein Donut. Nom. Ein Burger gibt es ja auch noch. Burger hatte ich tatsächlich heute auch. Ah, von McDonald's oder Burger King? Oder von Burger Me. Das ist so ein, relativ, ja, wie soll man es sagen? Ja, es ist halt nicht Burger King, ist nicht Burger Me. Doch, es ist Burger Me, also es ist nicht. Es ist nicht McDonald's, es ist nicht Burger King. Also es ist so ein bisschen was Besseres. Also es ist ein bisschen eine bessere Art Burger. Ist nicht selbst gemacht, aber ist schon Fast Food, aber ist jetzt nicht so matschig wie bei McDonald's und bei. Nicht gesponsert. Ach, nenn einfach ein paar andere Marken, dann geht das. Ja, habe ich ja gesagt. Burger King, McDonald's. Und Checkpoint. Oh, sehr gut. Ich gehe mich umbringen. Easy. Eben gerade in der Küche gewesen, da kann ich mich jetzt umbringen gehen. Nochmal beten gewesen. Geronimo. Ich komme zu dir, Modi. Okay. Nice. Jetzt bin ich weiter, als ich hier privat gekommen bin. Und jetzt ist die Frage, wie zur Hölle sollen wir hier weitermachen? Ins okay, Haus da rein. Können wir auf jeden Fall nicht zur Stadt hinter. Vielleicht können wir ins Haus rein. Nein, nicht? Können wir nicht in die Häuser rein? Hier ist eine Hundehütte. Vielleicht können wir hier was machen. In die Häuser rein können wir nicht. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen irgendwo in der Richtung weiter. Irgendwo müsste Checkpoint 2 stehen. Irgendwo. Die Checkpoints sind scheinbar nummeriert. Nominiert sind sie nicht. Okay, hier könnte es weitergehen, aber ich bin ziemlich unsicher. Ich sehe hier nur Häuser. Es kann sein, dass wir über die Häuser rüber müssen. Ja, vielleicht auf das kleinste draufsteigen und dann hier über die Hundehütte. Auf die Hundehütte drauf und dann, das wäre eine Möglichkeit hier. Ja, das sieht wie. Ja, auf die Hundehütte drauf und dann. Das sieht wie geplant aus. Auf die Hündehütte kann man hochklettern, da kann man ja, drauf. ich bin schon hinten an den anderen Häusern. Ich weiß. Okay, und dann über den Baum. Oh Gott. Ups. Häuserkletterei. Nein! Oh, verdammt. Wir müssen wahrscheinlich aufs Hochhaus drauf, das vermute ich. Da auf das große Blaue. Ich auch. Das große Blaue. Ups. Ah, ich bin über den Baum rübergesprungen. Ich sehe den Modi hüpfen. Der Takeru ist nicht mit dabei heute. Der muss seine Freundin abholen. Okay, ich hab's. Knapp, aber ich hab's. Darf man das eigentlich sagen? Darf man das eigentlich in der Aufnahme sagen, was mit den Leuten los ist, wenn sie nicht dabei sind? Oder. Ach, das stimmt. Er hat ja nicht gesagt, dass du es nicht sagen darfst, also? Die Ninlein hat ein generelles Problem, also die hat. Der hat, glaube ich, ihren PC zerschossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das richtig gelesen habe. Ja. Modi ist schon da weiter hinten. Okay. Der Modi hat nichts Besseres zu tun. Deshalb Beschäftigungstherapie mit mir. Ich habe nie irgendwas Besseres zu tun. Ja. Beschäftigungstherapie. Ich sitze immer nur zu Hause am PC und warte, dass du schreibst. Die ganze Woche. Wartest du auf Samstagabend? Das war. Zusammen jemanden veröffentlicht aufnehmen. Oh Gott, nein! Ach verdammt, ich komme hier nicht weiter bis zum Baum. Oh, hallo. Wow. Ich habe dich zurückfliegen sehen. Ja.
Die Checkpoints sind ein bisschen asozial gesetzt, oder? Das ist ein. Ich weiß nicht. Ist ich ein glaube, ich bisschen war weit da noch gar weg. nicht. Nächste, der zweite Checkpoint. Da, guck mal, komm mal hier aufs Dach, komm mal hier hoch. Das ist, guck mal, da steht Checkpoint 3, da drüben. Checkpoint 2 wird. Ja, da oben. Das ist, die sind wirklich asozial gesetzt, diese Checkpoints. Wenn du irgendwo zwischendurch runterfällst, das ist, schau dir das an, das ist Checkpoint 3. Das ist mitten in der Stadt. Was müssen wir machen, um. Das ist. Okay, aber Das ist nicht dafür wahr. ist der Parcours jetzt nicht mal so schwer. Es geht. Wenn man mal vorangekommen ist, wenn man mal auf die Bäume, auf die Kirche und so weiter, wenn man das Erste geschafft hat und da von der Insel runter ist, dann geht's. Ich kam da halt auf die Wolken nicht drauf, das war mein erstes Problem. Achso, hier vielleicht. Wie komme ich jetzt hier am dümmsten hoch? Mit dem Rohrschacht. Also wie gesagt, der Takiro muss seine Freundin abholen. Nen hat ihren PC zerschossen. Der Prof, der hat gerade anderes zu tun. Der hat Hobbys. Und ja, der Kautschuk, der hat kein Human Fall Flat. Deshalb ist er hier nicht mit dabei. Bleibt nur noch Molly und ich. Ich bin eh hobbylos und der Modi, ja, wie gesagt, Beschäftigungstherapie gemeinsam. Ah, verdammt, ich fall ins Wasser. Okay, ja, wieder ich hier, versuche Checkpoint 1. Schon wieder zum fünften Mal auf den verdammten Lüftungen hier rumzuspringen. Okay, ich hab's. Check, check. Im Hopserlauf über die Dächer und Dächer. Über die Dächer der Stadt. Komm schon. Checkpoint. Ja, Saving. Ja, ich bin hier am Dach. Ich lasse mich fallen. Ich komme zu dir. Ja, ich habe mir auch gerade fallen lassen. Es ist einfacher als. Ganz oben. Oh auf dem Gott. Dach. Wo bin ich denn hier gelandet? Wo bin ich hier? Okay, das könnte interessant werden. Ich muss mal gucken, wo ich hier gelandet bin. Ach so, hier oben, ganz oh oben. Gott. Oben. Oh Gott, man kann nicht über die Wäscheleine. Man kann nicht über die Wäscheleine. Verdammt. Okay, Wäscheleine. Man muss hüpfen. Musste springen. Ja, offensichtlich. Du musst wahrscheinlich die Tür erreichen. Ja. Nein! Oh, mein Kopf ist in der Tür. Es ist machbar. Okay. Ich springe. Und zack. Naja, das war wohl nichts. Ah, hi Modi. Hi. Kommst du rein? Oh, ich lass mich fallen. Tschüss. Im Moment nicht. Ich kann aber oh, das ist an hoch. Der Fassade gerade noch ein Stückchen höher schwingen und kann rein. Da stirbt man. Ja. Da stirbt man ja. Definitiv. Da ist aber noch kein Checkpoint. Ich bin drin. Da ist ein Pfeil. Und Kaffee. Kaffee. Ah, ich komme. Kaffee, 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 Kaffee. Wo ist mein Kaffee? Kaffee. Der Pfeil führt in die falsche Richtung. Wo ist der Kaffee? Kaffee, 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 Kaffee. Molly? Ja? Wo ist mein Kaffee? Hier? Her damit. Kaffee. Gönn dir. Auf Ex. So muss das. Fit wieder. Wieder wach. Gut. Oh so, Gott, wir müssen uns schießen lang. Lassen. Wo müssen wir lang? Ach, hier. Oh, was? Das ist ein fliegendes Brett. Nein. Oh Gott. Nein. Warte, warte. Warte, die Skyline. Alter, ist das assi. Ja, mein recht asoziales Level. Ja, verdammt. Oh, ja, Juhu. Ich fliege. Okay, ich bin, hast du Checkpoint 3? Nein, Checkpoint 3 noch nicht, aber ich bin oben. Ich bin auf dem höchsten Hochhaus. Checkpoint 3 ist mitten in der Stadt, also noch lange nicht. Also hast du ihn gleich. Au. Ich laufe jetzt hier erstmal meine Runden.
versuche mal hinterher zu kommen. Ach so, da müssen wir lang. Da muss ich mich nochmal schießen lassen. Ach du Schande. Tür. Ich bin froh, wenn ich es das erste Mal hier schaffe. Au. Ach du Kacke. Ah! Das soll oh das Gott. Lernen. Oh Gott. Ich das lande auch. Bei Checkpoint 1. Ja, das ist auch leicht asozial. Alter. Hast du jetzt den Checkpoint 1 wieder geholt oder was? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich habe Checkpoint 3, ich bin bei Checkpoint 3. Okay, hast du ihn? Nein, noch nicht. Jetzt habe ich ihn. Okay, ich habe also noch einen Versuch, um auch yep. das Level zu schaffen. Ich bin in der Stadt. Autos. Super Mario Odyssey lässt grüßen. Jump up super high. Jump up in the sky. Ja, das ist ja wirklich wie Mario Odyssey. Komm her, Molly. Oh, New Dong nein. City. Ja, ich komm. New Mir hat Dong das City. Voll in die Fresse geschlagen. Es ist New Dong City. Au. Ich stehe in dir. Ja, bitte verzichte darauf. Das sind schicke Autos. Auf die Autos hüpfen. Ist wie bei. Was bringt das jetzt? Es aktiviert da einen Hinweis. Den Pfeil? Ja, wir müssen auf das Feuerwehrauto. Aber ich will die Stadt noch ein bisschen angucken. Ja. Hast du. Stimmt, hast du gar nicht. Du hast dir gar nicht. Du hast dir gar nicht Super Mario Odyssey gespielt. Ja, nee, musste ich auch hast nicht. Hast du keine Spiel. Hast du das Spiel nicht? Hast keine Switch? Musste ich auch nicht. Es hat mir gereicht, irgendwelche 100% und Speedruns zu gucken. Hast du ein Let's Play geguckt? Ich habe es leider als Let's Play auf meinem Kanal noch nicht gebracht, aber ja, vielleicht kommt es irgendwann. Weihnachten 2021. Wenn es schon Mario Odyssey 2 gibt. Oh, das Haus da. Da fliegen ein paar Autos um das Haus rum. Okay, ich habe einen riesigen Burger in einem Hochhaus entdeckt. Vielleicht können wir da hochklettern. Und eine U-Bahn. Mutti, hier sind Autos, vielleicht kommen die hochklettern. Hier ist so eine Leiter. Ja, ja, ich guck mal an, vielleicht finde ich irgendwelche Secrets. Hier kann man auf dem Hochhaus klettern. Nein. Vielleicht ist das die Lösung. Nee, die Lösung ist über das Feuerwehrauto zu gehen. Das zeigt der Pfeil ja. Meinst du? Vielleicht ist das ja, ein ja, Secret. Das ist relativ offensichtlich. Ja, kann ja sein, dass es ein Secret ist. Ich meine, das Feuerwehrauto und das Hochhaus, vielleicht ist das viel mehr als Secret gemeint. Man findet da irgendwas Interessantes. Ja, kann sein. Das ist. Das Level ist leicht asozial, aber mir gefällt es schon jetzt. Also an dieser Stadt hier, also das ist auf jeden Fall schön gemacht. Also die ganze, ja, also, die ganze Stadt hier, ist schon cool. Also, oh, da bist du wieder mit dem Checkpoint oder was? Ich bin wieder am Checkpoint, ja. Dann komme ich mal zu dir. Ja, ich mache jetzt das Level. Ich müsste noch ganz in der Nähe sein. Wo war der Checkpoint? Ich glaube, hier war der Checkpoint, oder? War das Feuerwehrauto? Ich springe einfach mit der Hafenkante, dann komme ich auch zum Checkpoint. Ja. Ein bisschen baden gehen. Da wäre ich. Na komm. Bist du schon an der Feuerwehrleiter oder was? Ich bin schon am Dach oben. Aha, ich komme zu dir. Du musst erstmal auf den Müllkipper drauf. Da oben steht ein Schulbus. Und was macht man jetzt hier? Kann ich dir nicht sagen. Schade, ich dachte, du warst schon so weit. Auf der Feuerwehr, nee, wie gesagt, ich bin halt nur bis zur Kirche gekommen. Also ich hab das erste nicht geschafft, also bis zu den Wolken. Bis zu diesen. Scheiße, wo geht's denn hier sonst lang? Alter, bin ich nie gekommen. Das ist ich muss alles neu mal für mich. Ein bisschen ah, verdammt! Ich bin von meiner Leiter gefallen. Ich müsste schon sowas wie tot sein. Ich bin schon von Hochhäusern gefallen. Hi, Brody. Ja. Ich verstehe nicht ganz, wo es weitergeht. Hier vielleicht. Also der Pfeil zeigt ja hier hoch, vielleicht ist das nur ein Secret, wie ich es ja vermutet habe, aber. Na, wo soll es aber sonst lang gehen? Quer durch die Stadt vielleicht. Wie bei Super Mario Odyssey, einfach gerade in die Stadt rein und. Und voraus.
Oder das ist jetzt hier schon das Level. Vielleicht ist es hier einfach. Vielleicht soll es hier einfach mal Erkundung sein, hier mal verschiedene Secrets finden, die Stadt ja, erkunden. Es gibt ja auf jeden Fall noch eine Passage mit irgendwelchen Schraubenschlüsseln, die habe ich ja gesehen. Und da hinten ist ein Schulbus, der sehr auffällig ist. Dann ab zum Schulbus, würde ich sagen. Also der fällt ja hier nach oben. Ich verstehe halt nicht, wie es weitergehen soll. Muss man hier irgendwie dran hochklettern? Ich bin so unten, glatt. Ich kann es dir nicht sagen. Nee, auf jeden Fall nicht. Rüberspringen? Feuerwehrleiter hoch. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Hier rein? Nein, das ist einfach nur grau. Okay. Ich hänge hier an der Wand. Okay. Das sieht auch sehr auffällig aus. Und wo jetzt? Hier um die Ecke oder was? In die Ecke schleichen. Schleiche. Ah, okay, ich hab's. Du hast es. Ja, ich musste mir nur das Haus von der anderen Seite ansehen. Wir müssen irgendwie außen rum balancieren. Ja, da werde ich. Achso, hier, hier ist ein kleiner Kletterparcours über die Lüftungsanlagen. Ja. Den habe ich auch gerade gesehen. Ich klemme drunter. Ich bin schon drauf. Ich klettere nach oben. Du bist da unten oder was? Hey, ja. So, hier nicht runterfallen. Ich schleiche um die Ecke. Jo, ich komme voran. Ich bin gleich oben. Wenn ich nicht gleich runterfalle. Ja, sehr schön. Und ist darüber wahrscheinlich. Der Telefonzelle ist ja, da drin. Ich muss jetzt erstmal noch außen rumkommen. Du musst wahrscheinlich rüberklettern, oder? Wir müssen drüber springen zur Telefonzelle oder was? Also ich weiß nicht, was für eine Telefonzelle. Du meinst, ich bin noch unten bei den Lüftern sofort. Ich versuch's mal. Joe Bonimo. Nein. Ah, nein! Nein! Oh Gott! Ich bin runtergefallen. Das geht hier nicht. Aber man könnte theoretisch hinkommen. Da oben auf dem Dach ist eine Telefonzelle. Und der Zwerg. So. Okay. Das schlecht. Bin fast wieder. Nein, verdammte Mann. Ich bin gerade wieder runtergeflogen. Was schon oben oder was? Nee, ich war gerade wieder auf der Ebene mit den Lüftern. Ich bin jetzt hier bei den Lüftern. Ich bin letzter Lüfter. Stehen bleiben. Und jetzt glaube ich, dass ich darüber muss. Also da einmal zu der Telefonzelle. Polizeitelefonruf. Weißt du, was ich meine? Nö. Und hops. Ach verdammt, man kommt nicht rüber. Das ist ein bisschen. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Eventuell auf die Telefonleine dort, da muss man vielleicht auf die. Auf die Leine muss man vielleicht. Vielleicht kann man auf der Leine laufen. Ich bin mir da nicht sicher, aber. Ich ja, habe bisher versucht rüber zu springen. Ich habe bisher versucht rüber zu springen, aber das hat jetzt zweimal nicht geklappt. Wie sieht es bei dir aus, Moni? Ja. Ja, ist keine richtige Antwort auf diese Frage. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, sorry. Ach was. Da sagst du aber was. Konzentriert bei diesem Spiel, bei diesem Level. Glaube ich nicht. Ja, man kann auf den Telefonleitungen hier laufen. Sehr gut. Bist schon bei der, ja, bei der Polizeiruf. Und da ist der nächste Checkpoint. Sehr gut. Bist bei der Polizeiruf. Ja. Das war doch die Polizeiruf-Dingens. Ja, endlich. Und hier sind Hotdogs. Hotdogs?
Soll ich irgendwie am Start? Soll ich irgendwie am Startpunkt? Nein, hier ist ein Wagen mit Hot Dogs. Oh, okay. Ich komme zu dir. Ah, verdammt. Weil es da eben. Ich gehe mich ertränken im Hafenbecken. Geronimo. Oh. Hi. Hot Dogs. Hi. Ach, hier ganz oben wieder. Checkpoint 4. Ja. Die Frage ist, wie viele Checkpoints gibt's? Und wie hoch hinaus müssen wir noch? Ah, hier, um die Leine.